Herzlich willkommen wieder zur Vorlesung Erweiterung der Analysis. Letztes Mal hatten wir den Satz von Gauss. Da ging es um einen Zusammenhang von Volumenintegral und Integration über die Oberfläche des Volumens. Heute kommen wir zum Satz von Stokes und der bringt zwei weitere Integrale in Verbindung, nämlich einerseits ein Oberflächenintegral, Oberflächeintegral, und dann das Integral über den Rand der Oberfläche, sozusagen. Also wenn man quasi eine Halbkugel hat, beispielsweise, also nur die Oberfläche der Halbkugel, dann hat die quasi einen Kreis unten als Rand. Und Integrale über die beiden Objekte verbindet der Satz von Stokes. Und das schauen wir uns jetzt an. So, kommen wir also zum Satz von Stokes. Aber zuerst noch mal ganz kurz die Wiederholung, was war eigentlich der Satz von Gauss? Da ging es um eine Menge a, über die wir integrieren wollten. Und zwar wollten wir die Divergenz eines Vektorfeldes integrieren. Und a war ein Volumen in R3 sozusagen, ein C1-Polygon hatten wir es genannt. Und hatten dann festgestellt, das ist dasselbe wie das Integral über den Rand über f. Also hier steht sozusagen f' und hier steht f. Und wo f steht, steht was niedrigerdimensionales. Und wo die Ableitung von f steht, steht was höherdimensionales. Genau, und heute gibt es den Satz von Stokes. Da ist jetzt Kappa bzw. f, das ist nur zur Erklärung vorneweg, was höherdimensionales, in dem Fall was zweidimensionales. Ich hatte gerade irgendwie sowas gesagt, ich habe irgendwie so die Kugeloberfläche. So vielleicht. Ich habe die Kugeloberfläche und ich habe den Rand der Kugeloberfläche. Und über beide will ich was integrieren. Und zwar will ich wieder über das Höherdimensionale, über das hier, will ich hier, gut, jetzt heißt es Rotation, das erkläre ich gleich, was es ist, aber es ist auch wieder eine Ableitung sozusagen, integrieren. Und über das Niedrigerdimensionale, das Gamma, das ist sozusagen jetzt der Rand. Also das hier ist mein Gamma. Der Rand und das hier, die Kugeloberfläche selber, ist mein f heißt es hier oder auch mit so einer Einbettung Kappa von a. So, also über das Niedrigerdimensionale das f selber und über das Höherdimensionale hier die Ableitung von f. Genau. Kommen wir also erstmal dazu, was hier überhaupt steht, nämlich was diese Rotation überhaupt zu bedeuten hat. Vielleicht kennen Sie die auch schon, kommt auch gerne in Physik vor. Dann mache ich zwei Definitionen. Eine, wenn ich in R2 bin, eine, wenn ich in R3 bin. Man notiert die gerne so, Gradient, Kreuz, F. Und dann berechnen Sie sie nämlich genauso wie das Vektorprodukt. Im R2 dann so, also die zweite Funktion in f abgeleitet nach der ersten Variable minus die erste abgeleitet nach der zweiten. Sie erinnern sich vielleicht, oder wir hatten auch schon, hatten wir die Rotation sich auch schon? Ich habe es gerade vergessen, egal. Also dann ist es so. Genau. Und im Dreidimensionalen eben ja auch genauso berechnet. Gradient, Kreuz, f, und wir hatten sie schon auch irgendwie so, auch wenn sie es vielleicht nicht so genannt haben. Also Gradientenfelder, hat man nämlich gesagt, sind rotationsfrei. Also die Einrichtung, wenn Gradientenfeld, dann rotationsfrei, hatten wir gesagt. Der Beweis war da ganz einfach, weil das f3 hier sozusagen ist ja die Ableitung der Gradient nach der dritten Koordinate von irgendeiner Stammfunktion groß f. Und dann steht hier einfach d2, d3, groß f und hier d3, d2, groß f. Und dass das dasselbe ist, wenn groß f hinreichend schön ist, das ist einfach der Satz von Schwarz. Also die eine Richtung, nämlich von Gradientenfeld nach da, die ist klar. Und dann hatten wir auch noch irgendwie die umgedrehte, oder ja, gilt auch noch das umgedrehte, nämlich wir hatten, wenn das Gebiet sternförmig ist, dann folgt als rotationsfrei auch, dass es ein Gradientenfeld ist, weil man einfach eine Stammfunktion angeben kann. Genau, und Sie erinnern sich ja auch an das Kreuzprodukt, das so definiert war.
und so weiter. Und jetzt möchte ich erstmal, genau wie im letzten Video, wo wir ja den Satz von Gauss hatten und ich erstmal erklären musste, was eigentlich diese Divergenz hier ist. Da hatten wir am Ende gesagt, das ist sowas wie die Quelldichte des Vektorfeldes, also die Divergenz an der Stelle ist sowas wie, ja, wenn Sie das Ganze irgendwie so als Strömung vorstellen, weil so malt man es ja auch ganz oft, also ein Vektorfeld, so vielleicht, dann wäre jetzt ja sozusagen in der Mitte hier, muss ja so eine Quelle sein, sonst kann sie nicht hier rausfließen. Und diese misst man gerade eben mit der Divergenz. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich die Rotation? Und da ist es jetzt so, ja, jetzt laufe ich vielleicht hier drumherum. Dann ist die Frage, was ist die Rotation, also was ist eigentlich die Rotation, wenn ich jetzt, also was ist die Rotation des Vektorfeldes, genau. Und dann wird gleich die Interpretation sein. Das ist ein Arbeitsintegral, genau, das ist ein Arbeitsintegral, wenn Sie hier langlaufen. Wie viel Arbeit müssen Sie eigentlich gegen das Vektorfeld verrichten? Genau. Also hier kommt jetzt eine Rechnung, Interpretation der Rotation. Am Ende steht hier die Rotation. Also die Interpretation ist dann sozusagen, was ist denn das hier am Anfang? Und was ist es hier am Anfang? Das ist nämlich gerade das, was ich gerade gemalt habe. Ich habe irgendwo so ein Vektorfeld. Ja, mal ein ähnliches Bild nochmal. Und was ist denn das hier? Ich habe hier so ein Wegintegral zweiter Art steht hier. Das ist Skalarprodukt aus f ausgewertet an einem Weg, das ist x plus Gamma von t. Gamma von t ist einfach, ich laufe da halt einen Kreis drumherum, t ist zwischen 0 und 2 pi. Und x plus dem heißt, gut, ich laufe einen kleinen Kreis um den Punkt x hier rum. Also hier ist zum Beispiel jetzt mein Punkt x, das ist mein Punkt x, der hier. Und ich laufe da jetzt einen kleinen Kreis drumherum, also einen. Und dann habe ich hier f von Gamma mal Gamma Strich. Für Gamma Strich spielt das x hier ja gar keine Rolle. Und das hatten wir mal so gesagt, das ist sozusagen, wie viel Kraft muss ich aufbringen, also wie viel Arbeit muss ich aufbringen, genau, Arbeitsintegral, wie viel Arbeit muss ich leisten, um entlang des Vektorfeldes hier zu laufen. Ja, versuchen wir das mal irgendwie zu approximieren. Und wichtig ist, also hier steht x plus ja was Kleines, also x plus was Kleines, weil Gamma ist ja nur klein. Also erinnern wir uns doch mal an die mehrdimensionale Taylor-Formel. Und die ist in erster Näherung auch gar nicht schwierig. Da sieht es ja noch so, genauso aus wie im Eindimensionalen. Also wenn ich habe f von x plus eine kleine Störung, dann war es bei Taylor immer so, erster Term ist f von x. Und dann kommt Epsilon und dann kommt eigentlich Ableitung von f mal y. Und genauso ist es hier auch. Ja, genauso. Nur, dass es Ableitung jetzt eben hier die Jacobi-Matrix ist und y ist jetzt halt ein Vektor. Also ist im Prinzip noch genauso. Und dann kommt hier noch was, was Größenordnung epsilon Quadrat hat. Das wird uns dann halt nicht mehr interessieren. Also schreibe ich hier statt f von x plus Gamma, schreibe ich hier f von x plus epsilon mal Jacobi-Matrix mal Gamma. Und das Gamma-Strich von t lasse ich. Stelle aber gleich mal fest, Gamma Strich von t hat auf jeden Fall auch einen Faktor Epsilon. Weiter stelle ich fest, also hier ist ein Skalarprodukt, ne? Und wenn ich das f von x skalar multipliziere mit Gamma Strich und darüber dann integriere, dann integriere ich ja nur eine Konstante über Cosinus beispielsweise und Cosinus zwischen 0 und 2 Pi. Das ist aber 0. Cosinus von 0 bis 2 Pi integriert ist 0. Das heißt, den Term kann ich in dem Integral eigentlich vergessen. Und dann stellen wir fest, hier steckt ein Epsilon. Und in dem Gamma-Strich hier steckt ja auch noch das Epsilon hier drin. Das insgesamt steckt ein Epsilon-Quadrat drin. Und deswegen geht das Epsilon-Quadrat hier weg. Dann stellen wir fest, ich habe hier eigentlich ja Vektor, skalar multipliziert mit Vektor. Das könnte ich auch schreiben als Zeilenvektor mal Spaltenvektor. Und ich will es aber jetzt so schreiben, der Zeilenvektor hier mal dem Spaltenvektor, was ja egal ist.
Also brauche ich den Zeilenvektor hier. Das ist gerade der. Minus Sinus, Cosinus. Und den Spaltenvektor hier, naja gut, ist halt hier die Jacobi-Matrix mal Gamma. So. Und wir stellen wieder was fest, was nämlich 0 wird. Also erstmal macht man sich klar, ich habe hier Zeilenvektor mal Matrix mal Spaltenvektor. Und was ist das? Ja, beispielsweise den Eintrag links oben muss ich am Ende multiplizieren mit dem ersten Eintrag hier und dem ersten Eintrag hier. Und das muss ich alles addieren. Beispielsweise den hier muss ich multiplizieren mit dem ersten Eintrag hier und dem zweiten Eintrag hier. Und so gibt es eben 4 Beiträge. 2 davon verliere ich aber wieder beim Integrieren. Nämlich den hier. Den muss ich ja mit Minus Sinus und Cosinus mal nehmen. Und Sinus mal Cosinus ist auch wieder periodisch, wahrscheinlich Pi-periodisch oder 2-Pi-periodisch jedenfalls, sodass der Term beim Integrieren wieder wegfliegt und der Term entsprechend auch. Und übrig bleiben die anderen beiden. Der eine ist D1F2, den muss ich multiplizieren mit dem Cosinus und dem Cosinus, also mal Cosinus Quadrat. Und das D2F1 muss ich multiplizieren mit Minus Sinus mal Sinus, also Minus Sinus Quadrat. Naja, und über Cosinus Quadrat zwischen 0 und 2 Pi zu integrieren, also Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist 1, genau das wissen wir. Das heißt, wenn ich hier nicht Cosinus Quadrat stehen habe, sondern 1, dann muss ich das ganze Integral halbieren. Genauso da hinten. Deswegen habe ich hier einen halb hingeschrieben und hier den Cosinus Quadrat und hier den Sinus Quadrat weggelassen. Naja, das ist ja speziell hier eine Konstante für die Integration. Und das ist ja gleich der Rotation. Das heißt, Rotation ist dann gleich diesem Arbeitsintegral. So viel also zur Interpretation dieser Rotation. Und jetzt können wir direkt zum Satz von Stokes kommen. Und zwar erstmal in der Version in R2. Da gibt es den genauso, nicht nur in R3. Also wie war es in R2? Da war es ja so, also da habe ich eben auch eine Fläche und einen Rand. Und da gilt was, nämlich Integration über die Rotation, die es ja in R2 auch gibt, ist gleich... Also hier ist quasi eine Fläche. So, hier ist jetzt mein A. Ich habe ein Vektorfeld. Genau. Ich integriere die Rotation hier lang über A. Andererseits kann ich auch genauso hier lang laufen auf dem Rand. Und da muss ich F von Gamma gegen Gamma-Strich integrieren, wird hier behauptet. Und Sie merken schon, das ist eigentlich genauso wie beim Satz von Gauss in 2 Dimensionen. Da hatte ich auch eine Beziehung zwischen der Fläche und dem Rand. Habe ich das hier noch irgendwo beim letzten Mal? D gleich 2. Achso, genau. Hier steht's. Genau. Die Divergenz ist ja ein Integral über den Rand. Genau. Und genau sowas kann ich jetzt hier auch anwenden. Der Knackpunkt ist nämlich der folgende. In dem Fall d gleich 2 kann ich nämlich die Rotation auch als Divergenz schreiben, wenn ich mich geschickt anstelle. Und dann kann ich den Satz von Gauss anwenden. Ja, also Gamma parametrisiert den Rand von A, also die Kurve hier. Und zwar so, dass A links von Gamma liegt. Das heißt, ich laufe eben hier gegen Uhrzeigersinn. Dann hatten wir nämlich schon mal Folgendes festgestellt, dass der normalen Vektor, der wird dann gegeben durch ja, Eta von Gamma Strich. Genau, Eta von Gamma Strich ist es dann. Also Senkrecht auf Gamma Strich. Und einfach Eta von x und y ist y kommt minus x. So dass, ja, was ist denn die Rotation?
Was ist denn die Rotation? Die war ja nach Definition d1f2 minus d2f1. Also das hier war d2f1 minus d1f2. Und da wird behauptet, es ist dasselbe wie die Divergenz von Eta von f. Was ist ein Eta von f? Das ist f2, minus f1. Also der Vektor f2 minus f1 und dafür die Divergenz, ja d1 f2 minus d2 f1. Wie rum war es jetzt? Ja, ich habe es falsch rumgeschrieben. Hier war d1 f2 minus d2 f1 sollte hier stehen. Das heißt, dann stimmt nämlich die Formel von hier nach hier. Und jetzt kann ich nämlich einfach meinen Gauss verwenden, weil es dann in Divergenz steht. Divergenz, also Integral über Divergenz, ist Integral über eben die Umrandung. Ich brauche Vektorfeld, Skalar multipliziert mal Ableitung des Randes. Genau, also entlang von Eta, so war das. Halt. Genau, so muss es ja auch, ja genau, hier steht es nämlich auch, Eta von Gamma-Strich von t. Also genau dieses Integral war es, genau, so. Und jetzt steht nämlich hier Eta und es steht auch hier Eta. Und das kann ich ausführen, das ist ganz einfach. Also f von Gamma ist quasi f1 von Gamma, f2 von Gamma. Und Eta war angewandt, ist eben f2 von Gamma minus f1 von Gamma. Und das ist gerade multipliziert mit, ja, nicht Gamma 1 Strich, Gamma 2 Strich, sondern Gamma 2 Strich minus Gamma 1 Strich. Ja, und dann ist aber wieder wurscht, weil dann kann ich auch einfach schreiben, das ist einfach f1 mal Gamma 1 Strich, f2 mal Gamma 2 Strich. Das heißt, es ist klar, dass f-Kringel Gamma und Gamma Strich. Und das ist genau das, was behauptet wird hier. Genau. Und damit haben wir den Satz von Stokes im R2 bewiesen. Und zwar eigentlich mit Hilfe des Satzes von Gauss. Und jetzt kommen wir zum Satz von Stokes in R3 und führen den am Ende des Tages nach ein bisschen Rechnung zurück auf den Satz von Stokes im R2, den wir jetzt schon bewiesen haben. Ja, wie geht es? Das geht deswegen, weil, wenn Sie sich erinnern, wie ist denn überhaupt so ein Integral hier über so eine Oberfläche definiert? Da war es ja so, das Kappa hier ist eine Abbildung von was Zweidimensionalen in was Dreidimensionales. Das ist die Parametrisierung dieser Oberfläche. Und wenn ich so ein Integral ausrechnen will, muss ich es dann eigentlich sowieso immer zurückziehen auf das zweidimensionale a hier. Eigentlich muss ich eh dann am Ende über a integrieren. Genau. Muss ich eh über a integrieren. Und genau das passiert nämlich auch auf der ersten Folie hier. Auf der ersten Folie ist es so, wir fangen auf der rechten Seite hier an. So. Und führen es erstmal zurück auf ein Integral von irgendwas über mein a. Und dann auf der nächsten, übernächsten irgendwas Folie. Halt, wo ist es? Halt, nein, so würde ich sagen. Führen wir zurück auf das Integral über a, genau. Und zwar über ja, Rotation von f Skalar multipliziert mit irgendwas vom äußeren normalen Feld. Und das war nämlich genau die Definition, das war genau die Definition von diesem Integral, beziehungsweise diesem Integral. Weil ich eben ja noch zur Ausführung dieses Integrals das Ganze zurückführen muss, auf dem Integral über a, dann eben Rotation f Kringel Kappa, also f von Kappa von x, wenn man so will. Der Punkt hier ist irgendwie komisch. F von Kappa von x integriert über das äußere normalen Feld. D1 Kappa kreuz D2 Kappa, das war gerade die Definition hiervon. Und dann sind wir nämlich fertig.
Wir müssen eben nur noch die Rechnung auf der Folie hier verstehen, also die, die hier führen. Und dann wird es ein bisschen brauchen, um dieses hier drin, diesen Integranten hier, zu überführen in dieses hier. Genau, und das schauen wir uns jetzt an. Also zur Strategie, wie man das denn jetzt sieht. Also erstmal, ich fange hier rechts an. Gamma ist parametrisiert und zwar durch ein Kappa-Kringel-Beta. Also was ist denn Beta? Genau, A ist das zweidimensionale Objekt. Das ist umrandet von Beta. Also wenn ich so will, das ist mein A. Da läuft jetzt hier vielleicht mit einer anderen Farbe mein Beta drumherum. Das wird dann transportiert vom R2. Also wenn ich es mal so malen will, wird es transportiert in den Raum. Beispielsweise, jetzt male ich es aber anders, sonst sehe ich mir nichts mehr, auf die Kugeloberfläche. Sodass dann gerade der Rand hier, der Rand wird. Und der ist dann nämlich mein Gamma. Und die Abbildung von hier nach hier erledigt mein Kappa. So. So war es ja. Und dann ist erstmal genau die Situation. Das heißt, Gamma ist Kappa Kringel Beta. Gamma ist Kappa, Kringel, Beta. Wenn ich also über den Rand hier integrieren mag, dann integriere ich über den Weg Kappa von Beta. So. Dann brauche ich also Vektorfeld, ausgewertet an Kappa von Beta, mal ja, die Ableitung von Kappa, Kringel, Beta. Und was ist die? Na, das ist ja Kettenregel. Das ist Ableitung von Kappa an der Stelle Beta mal Beta-Strich. Also habe ich das Ganze so. Und es ist jetzt schon relativ kompliziert, weil ich habe ja quasi hier Vektor, Matrix, Vektor. Genau. Und ich kann, das wissen Sie auch, das ist ja quasi Zeilenvektor, also Matrix, Spaltenvektor. Und ich kann auch, also den Vektor hier, also ich kann das D sozusagen, ich kann das D auf die andere Seite bringen, indem ich es transponiere und mal den Vektor hier mache. Also kann ich das hier rüberschreiben. Ja, und das kann ich auch wieder so schreiben. Jacobi-Matrix von Kappa Strich. Ich habe mir die Argumente hier weggelassen, sonst wird es. Achso, halt falsch, das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte sagen, das stimmt schon. Also jetzt habe ich hier Beta Strich stehen. So ist hier, jetzt habe ich hier Beta Strich stehen. Und hier habe ich irgendein Vektorfeld. Und zwar über was Eindimensionales. Und auch das Beta ist ja jetzt ein Weg hier im Zweidimensionalen. Und ich kann für dieses Integral hier den eben bewiesenen Satz von Stokes im R2 anwenden. Den hier, da habe ich ja sowas. Hier ist ein Gamma-Strich. Das heißt natürlich jetzt Beta, aber das ist quasi ein Weg im R2. Und Skalarmultiplizieren mit f entlang des Weges. Und das kann ich schreiben als Rotation von f integriert über das Ganze. Also integriert über das ganze a. Rotation von, ja, d Kappa mal f von Kappa. Das ist gerade das ausgewertet an Beta. Brauche ich es nicht mehr, sondern eben über alles. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und jetzt müssen wir noch dieses hier umschreiben, diese Rotation, um dann am Ende da anzukommen. Und dann sind wir nämlich fertig. Also schauen wir uns mal an, was ist ein d Kappa multipliziert mit f Kringel Kappa. Das ist erstmal d Kappa f Kringel, ja, Kappa. Da brauche ich halt die Jacobi-Matrix von meinem Kappa. Kappa geht ja von R2 nach R3. Das heißt, ich kann jeweils nach der
ersten und nach der zweiten Koordinate ableiten. Und ich habe die Funktion Kappa 1, Kappa 2, Kappa 3. Das heißt, die Jacobi-Matrix ist die Matrix hier. J und F Kringel Kappa ist halt der Vektor F1 Kringel Kappa, F2 Kringel Kappa und F3 Kringel Kappa. Das ist also irgendein Punkt jetzt im R2 hier. Und davon brauche ich jetzt die Rotation. Und die Rotation ist ja D1 F2 minus D2 F1. Das heißt, davon, die zweite Koordinate ist ja die Zeile mal der Spalte. Und davon brauche ich die erste Ableitung. Also wenn ich die Rotation ausrechnen will, brauche ich von der zweiten Zeile D2 Kappa, in Skalarmultiplikation F kriegen Kappa, brauche ich die erste Ableitung. Und muss abziehen D2, also die zweite Ableitung, von der ersten Zeile hier. Also genau so. Genau. Und jetzt habe ich hier eine Ableitung, ja eigentlich vom Skalarprodukt, also insbesondere von dem Produkt. Das heißt, Ableitung von dem Produkt, da gibt es halt wieder Produktregel. Ich kann einmal das hier ableiten, ich kann einmal das hier ableiten. Und Sie merken schon, ich kann hier D1, D2 habe ich hier. Und hier habe ich D2, D1. Das ist aber wieder dasselbe. Wie im Satz von Schwarz, wenn Kappa eben schön glatt ist. Und übrig bleibt das, wo ich hier das D2 Kappa habe. Und hier hinten, das hier nach D1 ableiten will. Das ist aber ein Vektor. Das heißt, ich will nach x1, also nach der ersten Koordinate will ich ableiten. Und das mache ich eben so, Jacobi-Matrix mal, weil es halt hier Verknüpfung ist, multipliziert mit D1 Kappa. Also so. Und da hinten entsprechend df Kringel Kappa mal D2 Kappa, um dieses D2 hier auszuführen. Und dann sieht man auch schon, das ist ja irgendwie, hier steht ein D2, hier steht ein D2, hier steht ein D1, hier steht ein D1. Und das kann ich jetzt auch wieder anders schreiben, indem ich beispielsweise, wie muss ich es denn machen? Ja, hier vorne muss ich es, glaube ich, machen. Dieses DF bringe ich mit transponiert hier rüber. Dann habe ich hier stehen, ja gut, ich habe es noch anders umgeschrieben, D1 Kappa. Df von Kappa transponiert mal d2 Kappa. Also genau, das ist genau dieses hier. Und da ändere ich nichts, ist d1 Kappa schreibe ich ab. Hier habe ich df und mal d2 Kappa. So, also geht es mir jetzt hier um diese Differenz hier. Die Jacobi-Matrix transponiert minus Jacobi-Matrix selber. Das muss man jetzt hinschreiben. Also das ist genau das, was wir gerade hatten. Gut, D1 Kappa steht hier. D2 Kappa steht hier. Und Jacobi-Matrix transponiert minus Jacobi-Matrix. Ja gut, auf der Diagonale wird 0 stehen. Und nehmen wir doch mal den Eintrag hier. Jacobi-Matrix ist ja eigentlich, also in der ersten Zeile leite ich doch F1 leite ich da, also da leite ich F1 ab. Und hier würde ich zum Beispiel D2 F1 würde hier zum Beispiel stehen. Weil es aber hier transponiert ist, habe ich eben hier dann gerade D1 F2. Und minus dem, was hier eigentlich steht, D2 F1. Und genauso an allen anderen Stellen, also D2 F1, wie es, also D1 F2 hier, wie es normal wäre hier. Und D2 F1, wenn es transponiert ist. Und man sieht schon, dass hier jetzt genau diese Terme von der Rotation wieder auftauchen. Was ja ganz hübsch ist. Ja, und jetzt muss man es halt irgendwie noch hinschreiben. Jetzt muss man alles ausrechnen. Also ich muss eigentlich jetzt nur noch dieses Skalarprodukt hier ausrechnen. Ja, also was habe ich denn?
Oder also welche Terme sammle ich denn? Also eigentlich sammle ich Terme beispielsweise, die so aussehen. D1, F2 minus D2, F1 taucht ja, also sammeln wir mal einfach den hier. D1, F2 minus D2, F1 habe ich hier und den habe ich hier. Wie multipliziere ich das denn? Den multipliziere ich einmal ja, mit, also jetzt mal farbig hier, ich habe ja Farben. Ich mache jetzt mal den hier, mal den hier, mal den hier. Mache ich doch, weil der landet gerade auf der zweiten Zeile der ersten Spalte. Die erste Spalte landet gerade da drauf. Das heißt, den Term, den kriege ich einmal mit D1 Kappa 2 und einmal mit D2 Kappa 1. Genau. Und den Term hier oben, wie kriege ich den? Den kriege ich einmal mit D1 Kappa 1 und ich kriege ihn einmal mit D2 Kappa 2. Stimmt das? Ja doch, genau. Genau. Jetzt blätter ich mal um, was denn rauskommen soll. Und sage Ihnen mal, wie das jetzt hier zusammenpasst. Also wir haben uns eigentlich um den Termin gekümmert. Der, wo in der Matrix D1 F2 minus D2 F1 steht. Hier. Den kriegen wir einmal, haben wir gesagt, mit, also wie um D1 F2 so rum. Das ist der hier, der Lerne. Den kriegen wir einmal mit Plus und zwar mit D1 Kappa 1, D2 Kappa 2. Das ist genau der Term hier. Also das war sozusagen der Lerne. Und der grüne muss dann der hier sein, D1 Kappa 2. D1 Kappa 2, D2 Kappa 1. Und der kommt hier mit Minus, kommt der hier, weil der grüne nämlich gerade andersrum gebaut ist. Der ist gerade minus dem. Genau, und so kann man alle Terme sammeln. Auch die anderen beiden, die in der Matrix so auftauchen. Und kriegt dann diese Formel. Und kann es jetzt eben noch geeignet interpretieren. Nämlich was hier schon steht, ist ja beispielsweise hier Rotation von F haben wir hier. Und zwar gerade die dritte Koordinate. Und die dritte Koordinate multiplizieren wir hier damit. Und das ist gerade D1 Kappa kreuz D2 Kappa. Und zwar davon auch die dritte Koordinate. Genau, weil es ja hier achso, genau, minus dem gerade andersrum. Dann steht hier nämlich gerade die dritte Koordinate von dem Vektorprodukt aus D1 Kappa und D2 Kappa. Ja, man fasst eben alles zusammen und am Ende steht es halt einfach da. So. Und dann, wie gesagt, dann bin ich nämlich fertig, weil ich nämlich jetzt gezeigt habe, dass diese Rotation gleich der ist und das ganze Integral hier ist gerade dem Integral, das ich brauche für meinen Satz von Stokes. Zu guter Letzt machen wir ein Beispiel. So, das auch im Skript steht. Ich integriere was. Und zwar ist die Idee ja gerade über so eine Halbkugeloberfläche, wie wir es jetzt gerade schon hatten. Also brauche ich eine Parametrisierung der Halbkugeloberfläche. Der Radius, der zugrunde liegt, soll mal R sein. Und es gibt ein Alpha und es gibt ein Beta. Beta läuft ganz rum um den Kreis und Alpha nur von 0 bis Pi halbe. Und zwar ist es so, wenn Alpha hier und Beta hier ist und R ist fest,
dann soll eben der, was ist denn, ja, in Beta 0 bis 2 Pi und in Alpha eben zwischen 0 und Pi halbe soll darauf abgebildet werden, also auf Kugelkoordinaten. Beispielsweise hier an der letzten Stelle habe ich R Cosinus Alpha und Alpha ist zwischen 0 und Pi halbe. Das ist quasi der Vektor, der mit der Z-Achse dann eingeschlossen wird. Der nicht bis 180 Grad geht, sondern eben nur bis 90 Grad, damit ich eben die Halbkugel bekomme. Genau. Und jetzt nehme ich halt ein Vektorfeld, das ist halt zufällig dieses hier. Und dieses Vektorfeld will ich jetzt über die Halbkugel, die Rotation des Vektorfeldes will ich über die Halbkugel integrieren. Also genau so. Das ist im Allgemeinen schwierig. Was leichter ist, ist ja einfach nur über den Rand zu integrieren, weil der ist ja nur eindimensional, ist ja quasi nur ein Weg. Und was ist der Weg? Ja, das ist halt einfach ein Kreis mit Radius. Hier fehlt was. Hier fehlt eine 0. Also die Halbkugeloberfläche, die ich da habe, die sitzt ja quasi genau auf der XY-Achse. Das heißt, der Rand hat Z gleich 0 auf jeden Fall. Also um das Integral der Rotation über die Oberfläche auszurechnen, sagt der Satz von Stokes, muss ich nur, in Anführungszeichen, den Weg integrieren, also F über den Weg integrieren. Genau. Ja, wie geht es? Einfach halt so. F entlang des Wegs, Wegstrich, D Beta, Beta zwischen 0 und 2 Pi. Ja, aber F von Gamma von Beta, das ist irgendwie was Einfaches, weil entlang von Gamma von Beta ist ja beispielsweise Z gleich 0. Das heißt, da fällt das Z-Quadrat hier weg und das Z hier, das fällt auch alles weg. Und übrig bleibt nämlich nur hier 2x minus y. Das heißt, F von Gamma von Beta und x ist R Cosinus Beta und das y hier ist R Sinus Beta. Dann muss ich das hier also klar multiplizieren mit Gamma Strich. Das ist minus R Sinus und R Cosinus und 0, also damit. Das heißt, das bleibt nur übrig, die erste Koordinate hier, 2r Cosinus Beta minus r Sinus Beta. Skalar multipliziert mit r Sinus minus r Sinus Beta. So, wird halt zu diesem Integral hier. Ja, und wie so oft in diesem Video ist es schon so, Cosinus Beta Sinus Beta ist periodisch mit 2pi. Das heißt, das Integral darüber wird 0 sein. Das kann ich also hier vergessen. Und ich muss nur noch Sinus Quadrat über 0 bis 2 Pi integrieren. Sinus Quadrat zu integrieren ist aber die Hälfte von dem, wie wenn ich 1 von 0 bis 2 Pi integriere. Das heißt, am Ende des Tages kommt eben ja, das R raus mal die Hälfte von 2 Pi, also halt R Quadrat, mal die Hälfte von 2 Pi, also Pi R Quadrat ist dann das Integral der Oberfläche entlang der Rotation dieses Vektorfeldes. Genau, so viel dazu. Und nächstes Mal geht es dann mit Funktionentheorie los. Bis dann.